Jo Leute, willkommen zur nächsten Folge von Sims 4. Und wir sind wieder back. Und wir machen auch mal weiter. Haben wir so ein Autogramm oder so geholt, letzte Folge. Genau. Und was haben wir hier noch? Können wir Markus mal aufräumen hier. Dann läuft er schon. Jo. Ich habe einen neuen Mod drin. Ich habe letzte Woche gesagt, oder letzte Folge halt, dass es so ein Mod gibt, den ich aber rausnehmen musste, wegen, weil das uns hier Errors hat, hier halt nur zum guten Ding. Ich habe ihn trotzdem mal mit reingenommen, weil er trotzdem ganz cool ist eigentlich ist. Und es wäre auch immer zu schwierig geworden, den auf einmal mal raus in die Videoaufnahme. Das sind schon echt viele Mods. Und, also Teilmods. Also man lädt halt die Zip-Datei runter und da sind halt ganz viele Mods und so drin. Damit man sich den Mods ein bisschen selber zusammenstellen kann, was man möchte und was nicht. Und, jo. Das finde ich das Life of Life Mod, den haben wir hier. Dann mal dieses Handy. Da kann man zum Beispiel einfach irgendwie ein paar Sachen machen, zum Beispiel irgendwie Hautpflege mal machen, damit man keine Akne bekommt. Das wäre uninteressant, weil ich das rausgenommen habe, diese Akne halt. Dass man da irgendwie nervig fand. Das habe ich hier zum Beispiel noch, kann man hier einkaufen, da kann man sich so ein paar Sachen halt bestellen. Da kann man mal machen, keine Ahnung. Es gibt auch irgendwie so neue Nachrichten hier so. Zum Beispiel von Travis Scott, wie zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Das gibt es normal Spiel ich auch nicht, sondern halt mit diesem Mod. Aber so ein paar normale Events und halt. Und ja, ein paar Apps kann man zum Beispiel zocken. Und ja, soziale Medien kann man zum Beispiel machen. Kann man halt ein paar Sachen halt machen, zum Beispiel Status updaten oder so. Trends nachgucken. Sowas halt. Man kann ihnen Geld verschicken oder so. Und ja, was hat Markus hier für Probleme? Was hab ich gerade gegessen? So. Hat ihm wahrscheinlich nicht so ganz geschmeckt. Tja, selber schuld. Kann ja einfach ein paar bisschen, ja, was rauchen hier mit seinem Gras. Hier ansonsten, ich sehe hier so, sonst so wie immer. So, ich hoffe, die Folge wird relativ lang. Ich wollte nochmal für den Mikrofleck gehabt. Oder, nee, das ist morgen, die Folge. Weil unten ist ja gerade ein bisschen, naja, ein bisschen Randale. Und hoffe ich mal, dass irgendwie, dass er möglichst lange aufnehmen kann. Wenn das sein sollte, dass ich irgendwie runterkommen muss oder so. Oder brauchen wir dann welche Aufnahme. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich dann heute mal möglichst produktiv sein kann. Ansonsten habe ich noch ein paar Mods geupdatet gestern noch. Na, ich war schon sehr, sehr lange nicht updated. Ist auch ganz schön viel Arbeit, wenn die Mods zu updaten und so noch runterzuladen. Hab gestern trotzdem mal so ein bisschen gemacht. Jetzt vielleicht gibt es dann ein paar weniger Errors. Mit dem Fernseher glaube ich auch gefixt, das weiß ich nicht. Aber ich glaube schon. Aber genau, das müsste passen, genau, dann können wir wieder Fernsehen gucken. Oder Mod drin gehabt, der auch schon nicht mehr funktioniert hat und das Spiel kaputt gemacht hat. Ja, aber es kommen so wenig Errors wie möglich. Im Moment ist noch keiner gekommen, das ist schon mal nicht schlecht. Und ja, wie sieht es mit Bedürfnissen aus? Nicht schlecht, ne? Ich würde sagen, jetzt mal schlafen. Jetzt können wir gerade auch das in einem Bett haben. Das geht natürlich nicht. Auch nochmal, dass ich mich ins Bett lege hier. Und sie bekommt das Sofa hier. So muss das sein. Dann können wir schlafen. Sehr schön. Jo, natürlich bin ich schon wach. Aber die Energie voll ist. Mal gucken, wenn so was hier so zack. Ups, nicht setzen, sondern schlafen. So. Ja, Schwangerschaft beginnen. Das kommt mit diesem MC Command Center Mod. Das werde ich dann aber nochmal die Mod nochmal rausnehmen.
Aber das könnte auf Dauer nervig sein, wenn sie die Meldung zu bekommen. Aber das wollen wir halt mal für jede Welt einzeln machen. Was in unserer Welt ist. Nee, mehr. Mach vielleicht mal zur nächsten Folge, dass dann ganz kurz auf dem PC dann halt irgendwie hier, ne? Dennoch, ja. Kann halt hier einfach hingehen und alles hier machen. Das mache ich dann halt zur nächsten Folge. Wie sieht's mit der Arbeit aus? 9 Uhr geht's los für ihn. Weil ich auch schlafen kann. Okay, macht er nicht. Ist auch egal. Mal kurz mal aufs Klo, Markus. Perfekt. Ja gut, ganz aufgelaufen ist er nicht. Jetzt ist er doch ausgeschlafen. Wahnsinn. Ich kann hier auch mal aufwachen. Ist auch ein Mod, dass wir hier ausschlafen. Sonst wachen immer irgendwie um 4 Uhr auch so schon auf. Manchmal. Das ist ja auch scheiße, ne? Also trotz der vollen Energie schlafen halt im Bett halt aus. Das gilt halt nicht für Sofas. So, machen wir eine Stunde bei der Arbeit sein. Also in der Uni. Und dann mal gucken, muss ich auch arbeiten. Ne, ich hab trainingsfrei. Jo. Ich habe das ein bisschen gemixt. Also eigentlich ist das ja Montag oder so zum Beispiel kein, oder Dienstag jetzt in dem Fall kein Spiel, sondern halt eigentlich nur Training. Aber damit man zum Beispiel auch Samstag zum Beispiel schon ein Spiel hat, ne, das ist dann nachmittags, dass er dann trotzdem dran gearbeitet. Und eigentlich ist es so, wenn man Training hat, hat er nicht, glaube ich, nicht 6 Stunden Training, ne? Dann kann er von 12 bis 15 Uhr arbeiten. Aber wieder am Wochenende halt nichts, wenn er eigentlich normal ein Spiel hat. Deswegen habe ich das ein bisschen halt gemixt. Spiel und Training am selben Tag so. Was ich meine. So, für Ember, das war perfekt. So, hier unten kann ich mir was machen. Bewässern oder so, ich weiß nicht, ob das was bringt. Ah, sieht schon besser aus mit der Pflanze. Jo, kann man auch ein bisschen was cheaten hier. Gartenstall setzen. Aber ich weiß gar nicht, ob das so funktioniert, ausgereift. Pflanzenentwicklung. Feuchtigkeit, da wohl ich nicht. In der Saison ist wohl noch sinnvoll. Wir machen mal Insekten frei. Ist gerade die perfekte Pflanze. Jo. Geht das nicht? Ach, keine Ahnung. Bisschen blöd immer mit den Pflanzen hier. Hab ich auch nicht richtig verstanden. Bin hier richtig beschäftigt. Ist die einzige Pflanze im Spiel, die ich pflanze hier. Cannabis-Pflanze. Oh mein Gott, lol. Name, das sind wie ein Turnschuh agieren dich. Kosmos Muster, der neuesten Hits-Ohrhörer. Okay. Das kommt mit diesem Fitness-Accessoires-Pack. Da kann man jetzt Kopfhörer kriegen. Dann kann er Musik hören. Und ja. Ich habe sogar ein paar eigene Songs drin. Im Ordner halt. Aber die lasse ich mal lieber nicht abspielen hier, weil wegen Copyright und so. Ne? Jo. Dann kann der Markus hier Musik hören. Jo. Ich mach mal so ein Sample von der Pflanze oder so. Upsi. Schon so irgendwie. Ich will mal lieber auch für diesen Plumbob. Den muss man jetzt hier nicht drauf haben. Warte, so muss das passen. Die Opas wurde zugestellt. Oh lol. Das kriegen wir mal raus. Was bekommen wir das denn hier? Ach du Scheiße. Surya Mandal. Ja, irgendwie wie ein Großstadtleben oder so gibt es einen ganz komischen Namen mal jetzt hier. Marokkanischer Name oder so, oder indischer. Das passt mir nicht so richtig in die Map.
Also jetzt habe ich hier so 6 Sachen aufgenommen. Ey, oh Mann. Jetzt habe ich hier die Bonk. Zigarettenpapier und hier so ein Glas. Ey, in der Uni sitzen muss. Als Kiffer. So, lol, introvertiert, lass ein Zim. Ich bin seit schon keine Aktion ausführen lassen, soziale Aktion. Ein bisschen Training hier, und man passiert aus. Bro. Heftiger Shit. Ich brauche mal so ein Laufband oder sowas. Wie fit bleibe. Gut, dann würde ich sagen, ich glaube, ich warte noch kurz mal auf Markus hier, bis er fertig wird. Wie sieht denn hier aus? Nicht ganz so gut. Ich weiß gar nicht, wie ich die Bedürfnisse runtergestellt, also dass sie nicht untergehen. Ich glaube schon. Sie gar nicht Einstellungen. Spieleinstellungen. Die Abfall. Mal gucken, ob ich auf 0. Standardwert. Ich es ungern machen. Weil das wird komischerweise für die Pet übernommen. So. Markus wieder zurück, 0 Euro. Also auch gewollt, ne? Jo. Mal deine Pflanzen hier mit. So, dein Stuff hier. Und, jo. Also, der braucht noch eine Gartenfähigkeit. Guck mal, die Gartenfähigkeit erreicht. Krass, ne? Können sogar jetzt hier weiterentwickeln. Jo, machen wir nächste Folge. Ich hoffe nämlich, auf euch hat es gefallen. Lasst ein Bus hier, Bewertung da. Habt nicht vergessen. Wenn ihr Bock habt. Und ja, Glocke aktivieren. Wie das bringt. Vor allem auf Instagram und Twitter. Wenn euch das Bock macht. Und tschüss.